Ach Leute, es ist endlich wieder soweit. Ich kann, darf und werde wieder aufnehmen eine neue Folge vom Dyson Sphere Program. Wir haben heute den 26.02., nur damit du mal verstehst, wie hier Raumzeit entsteht. Ja, und wir haben immer noch eines der üblichen Probleme hier, nämlich wir haben zu wenig Akkus. Ich habe noch mal welche von zu Hause mitgebracht. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber nicht minder schön zu sehen, wie dieses System hier immer wieder funktioniert. Herrlich! Wir müssen auf jeden Fall aber mehr Akkus ins System packen. Ich glaube, da sind wir uns einig, wir zwei beiden. Ja, und es wird immer, wenn hier die ganzen Dinger laufen, wird hier immer so viel Energie rausgezogen, dass die Dyson-Sphäre die gar nicht bedienen kann. Ja, unser Energiesystem hier bricht zusammen. Beziehungsweise unser Dyson-Swarm, muss man ja sagen. Oh, ist das schön. Ja, und deswegen wollen wir dieses Problem so langsam aber sicher mal lösen, würde ich vorschlagen. Wir sind momentan hier bei 1,86 Gigawatt. Und rausholen tun wir im Moment nur 1 Gigawatt. Echt? Na, da bin ich... Also das ist jetzt aber... ja, Sekunde, warten Sie mal kurz. Generation Capacity. Charging Power 180 m. Consume Demand Generation. Requested Power 81. Ja, auf jeden Fall. Sie sehen auf jeden Fall, dass wir hier noch mehr hinbauen könnten. Ich habe noch ein paar mitgebracht, ein paar Rail Receiver. Und ich habe auch schon mal angefangen, hier so eine Art System aufzubauen, denn die Rail Receiver, die werden noch einiges weiteres leisten müssen. Und richtig, ich hatte auch schon welche neu hier hinzugestellt. Kann man hier sehen, hier ist es dann nochmal hochgegangen. Und trotzdem sind wir noch lange nicht am Limit, deswegen haben wir noch mehr in der Tasche. Ein paar zumindest. Warum ist das Fenster nicht in meinem Weg? So, und die hatten wir, glaube ich, immer hier auf den Knotenpunkt gestellt. So, mal so ein bisschen gucken, dass man das schön sauber sehen kann. So. Genau. Und dann ist es immer so, dass hier zwischen eine Kiste steht, denn wir werden diese Dinger dann vielleicht dann doch noch irgendwann mit Linsen befüllen, wobei ich im Moment so eher den Eindruck habe, wir brutforcen das einfach mit viel zu viel von den Teilen selber. Da müssen wir ja keine Ressourcen verschwenden, wenn die Dinger das selber machen, ohne dass... Ich sehe jetzt keinen Sinn. Wir können ja diese Linsen da reinpacken, ne? Das verdoppelt das. Aber im Wesentlichen erspart das ja nur eines dieser Teile aufzustellen. Deswegen bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist, das zu tun überhaupt. Weil wir da natürlich ständig dann wieder einen Verbraucher haben, sozusagen. Bin ich mir gerade unsicher. So, was ist der Status denn jetzt? 1,21 Gigawatt von 1,86. Das heißt, wir könnten das ganze Ding noch weiter ausbauen hier. Wobei das jetzt schon Wahnsinn ist, oder? Boah. Ja, aber wir wollen natürlich früher oder später, in diesem Fall sogar früher, auch eine Dyson-Sphäre bauen. Und die würde ich gerne hier in diesem System bauen. Und dafür würde ich gerne... Jetzt müssen wir mal gucken, wo bauen wir das jetzt am besten hin. Hier wird rausgebaut, hier wird dann gezogen für die... Eventuell für die Linsen noch, oder wenn wir Photonengeneration machen, die zurückgelieferten. Dann können wir eigentlich das rechts und links hiervon schön machen. Lass uns mal gucken, wo wir hier die Baugrids haben. Wir haben hier ein großes... ohne Faltungslinie. Und die Dinger hier... So, mal gucken, wie groß werden die. Oh, die sind ganz schön groß. Wenn wir davon zwei nebeneinander stellen oder gegenüberstellen, geht das? Oh. Das Heft gehen wir doch mal größer. Wenn wir das zum Beispiel so hinstellen würden. Und dann müssen wir mal schauen, geht die rein? Nee, das wird aus vom Band runtergenommen. Und eins weiter geht schon nicht, dann ist er schon zu nah an der Maschine dran. So wäre es ideal.
0,5. Wie schnell kann er denn feuern? Das weiß ich gar nicht. 5 Stück pro Minute. Das heißt, selbst wenn wir die ganz langsamen Greifer nehmen würden, wird das reichen, 0,5 Trips pro Sekunde. Ja. Das würde theoretisch reichen. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, wie kann man das jetzt noch schöner machen? Vielleicht mittig irgendwo. Ja, das ist ja jetzt nicht mittig, wenn wir das vielleicht so hinbauen können. Also ich würde das gerne hier wirklich dann zwischen Turm und diese Dinger bauen, weil die beiden im Wesentlichen die gleiche Aufgabe haben. Dann lass uns doch einfach mal anfangen, dass wir hier das wird unser Lieferband, also ist nur mal angezeichnet. Und dann würden wir es reicht aber auch einseitig, oder? Ja, das würde ich schon sagen. Und dann jeweils eins in beide Richtungen. Dass wir Folgendes machen. Dann kommt also hier wird was angefordert, was wir noch nicht eingestellt haben. Kommt dann hier raus. Geht hier hin. Und das gleiche nochmal hier. Wie viel haben wir da jetzt? So, müssen wir erstmal diese Mine entfernen. Und ich habe wieder kein Dings mehr. Bin ich oben, glaube ich, im Turm, ne? Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ich habe momentan riesig Spaß bei den Quick-Tipps. Ihr vielleicht auch. Es ist eine neue Art, mit YouTube auch umzugehen für mich. Editierte Videos mit ja, mit allem. Oh, wir haben ganz schön viele volle Akkus, die gar nicht abgerufen werden. Da steht bestimmt wieder irgendwo die Produktion still. Was ich so ganz grob weiß, vermute, denke, glaube zu wissen, wir werden ein Problem bekommen, wenn wir jetzt die Dyson-Sphäre dann anfangen zu bauen. Denn die Energie wird dann erstmal sinken. Die Sphäre selber und die Nodes, die wir dann binden, die beginnen dann die Schirmchen zu binden. Das ist etwas weniger effektiv. Etwas weniger effektiv, als wenn wir den Schwarm selber haben. So, machen wir mal 4. Wir müssen sowieso erstmal gucken, wie viel können wir überhaupt bedienen mit der Produktion, die wir auf unserem Planeten haben. Das weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt erstmal 8 Stück aufbauen oder so. Und da würde ich auch gerne hier an dem Raster ausrichten. Kriegen wir das irgendwie hin? Ja, immer auf einem auf einer Querlinie. Seht ihr das? So geht es. Machen wir mal 8 Stück erstmal. So, und das wäre dann schön symmetrisch. Wir haben übrigens ein anderes Problem noch. Das habe ich noch festgestellt. Bei unseren Launchern zeige ich euch gleich. Und zwar, wir haben die jetzt wirklich so hingestellt, dass sie direkt über der Sphäre stehen. Und manche können ihren Hals nicht so hoch machen. Seht ihr das? Da ist das Pitch-Limit erreicht. Das heißt, der kriegt Genickstarre, wenn er jetzt noch weiter hochgucken würde. Und er kann deswegen die Dyson-Sphäre gerade nicht treffen. Das, oder den Schwarm. Das könnte sich halt geben, wenn wir das wieder anpassen. Okay, dann machen wir das mal hübsch hier. Sollen wir das wirklich nur so breit machen, wie es ist, oder? Ja, mal gucken. Ja, und dann natürlich, was werde ich jetzt wieder offscreen machen? Das Design der Dyson-Sphäre vervollständigen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum das so ist. Ich glaube, uns beiden, dir und mir, ist nicht damit geholfen, wenn du mir dabei zuguckst. Ja, da kriegen wir beide Zustände.
Ich habe mir aber Folgendes überlegt. Ich habe mir so ein bisschen die wissenschaftlichen Grundlagen der Dyson-Sphäre angeguckt. Ihr kennt mich. Ich möchte ja auch ein bisschen Niveau hier im Kanal haben. Und habe mir angeguckt, wie würde denn so eine Dyson-Sphäre eigentlich aussehen? Da könnte man natürlich sagen, ja, vielleicht so wie in Star Trek, wo man Scotty drauf gefunden hat. Also wirklich die Innenseite besiedelt. Und die Innenseite besiedelt und die... Okay, nicht genug Material. Dann mit Flüssen und keine Ahnung, was man sich da alles einbilden kann, da reinmachen zu können. Das Problem ist, wenn wir eine Dyson-Sphäre um unsere Sonne bauen wollten, alleine, und dieser Stern hier ist ja, glaube ich, größer als unsere Sonne. Ich habe das gerade jetzt die Sterndaten sozusagen nicht im Kopf. 1600 werden geholt, 800 werden gebracht. Es ist immer noch knapp, glaube ich. Wenn wir das in unserem Sonnensystem machen wollen würden, müssten wir alle unsere Planeten, die wir haben, auseinanderbauen und als Baumaterial verwenden. Und selbst dann hätten wir vermutlich noch zu wenig. Und deswegen wäre es wahrscheinlich keine komplette Hülle. Und daran möchte ich mich so ein bisschen orientieren. Wie würde das dann wirklich aussehen? Wahrscheinlich wären es Paneele, die natürlich auf der Innenseite die Solarsegelkollektoren haben, wie auch das hier im Spiel wohl sein wird, wenn man dem Vorschaubild, das man beim Laden des Spiels sieht, Glauben schenken mag. Und ja, darauf dann basierend sozusagen. Jetzt nochmal gucken. Habe ich denn genug von den langsamen Spannern? Dann können wir die ja nehmen hier. Den hier. Jo, das geht. Dann fangen wir erstmal mit 8 Raketen-Silos an. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir davon insgesamt brauchen. Ich habe nur die große Befürchtung, dass unsere Produktion auf dem Planeten nicht nachkommt. Ich habe teilweise nochmal nachjustiert bei den Lieferungen. Ich werde euch das natürlich nach und nach dann immer wieder zeigen, was ich da ausgebaut habe. Aber ich kann euch sagen, es ist eigentlich immer zu wenig. Können wir es irgendwie hübsch machen? Ist das hübsch? Ich glaube, es ist nicht hübsch. Es ist immer... So, kriegt das Ding keinen Strom? Machen wir's. Es ist wie schön egal, wie man so schön sagt. Sehr gut. Strom haben sie jetzt schon mal. Ich hoffe, die verbrauchen nicht zu viel auf... wie heißt das? Standby-Strom. Das ist ja auch bei uns in der Realität ein großes Problem, ne? Viel zu viel Standby-Strom. Standby vor allen Dingen. Standby-Strom verbraucht. So. So sieht das Ganze also aus. Das sind jetzt unsere Raketenschiffchen. Und in der Theorie wird es wie folgt. Oh, 60 Kilowatt, okay. In der Theorie wird es wie folgt aussehen. Hier bauen wir ja schon auf unserem Heimatplaneten diese Raketenschiffe. Die Raketenschiffe fliegen zur Dyson-Sphäre. Und bauen die sogenannten Dyson Shell oder die Dyson Nodes und die Dyson Barrieren. Und wir sagen dann zum Beispiel, diese Barriere soll ausgefüllt werden mit Schirmchen. Und dann werden die Schirmchen in die Dyson Sphäre reingezogen. So ist die wissenschaftliche Theorie. Ja, mal gespannt, wie wir das umsetzen werden. So, und jetzt zeige ich euch, warum werde ich das offscreen machen. Hier seht ihr den Editor für die Dyson Sphäre. Also wir kennen ja den hier schon, das ist einfach der Editor für, so, das ist einfach nur, wenn ich hier jetzt einen weiteren Schwarm machen wollte, das ist relativ trivial, ne, das kriegt jeder hin. Bei der Dyson-Sphäre haben wir verschiedene Sachen zu berücksichtigen. Erstmal, will ich wirklich, dass die Dyson-Sphäre so nah an unserem Planeten ist? Weil wir haben hier die Receiver alle stehen. Die sind immer dem Licht ausgesetzt. Wir müssten aber wahrscheinlich noch eine Reihe... Wenn wir jetzt noch erweitern, dann rechts, links. Geht das so gerade noch? Ich weiß nicht, wann wir dann... Denn ich habe das Gefühl, dass... Vielleicht wir die... Also hier oben die Launch-Sachen... Wir vielleicht auch nochmal versetzen müssen, zum Beispiel hier unten hin versetzen müssen.
Allein schon wegen des Winkelproblems, ne? Oder weiter nach oben setzen und dann vielleicht hier nochmal einen zweiten Komplex mit Rail Receivern oder so, mal gucken. Die Silos können, glaube ich, von überall feuern, das ist egal. Ich habe die jetzt nur dahingestellt, weil ich möchte, dass man von diesem Punkt aus dann sieht, wie hier alles startet. Wenn wir uns jetzt aber angucken, den Planet hier im System, ist die Frage, ob wir den Planet innerhalb der Dyson-Sphäre haben wollen oder außerhalb und ob wir den Schwarm außerhalb der Dyson-Sphäre haben wollen oder innerhalb. Und ich würde sagen, das ist unsere erste. Die muss ja jetzt nicht unfassbar groß werden. Ich habe auch ein bisschen Angst um mein Safe-Game, wenn die unfassbar groß wird. Ich glaube, es sieht schöner aus, wenn wir Folgendes machen. Wir werden die erste Dyson-Sphäre innerhalb des Swarms bauen. Den Planeten außerhalb von der Sphäre, damit die Receiver schön hier alles abdecken. Weil wenn der Planet in der Sphäre ist, dann werden die hinteren Solarkollektoren, glaube ich, die Receiver nicht befüllen können. Ja, und das ist so ein bisschen das, was mich besorgt. Und, genau, also, und zu klein würde ich es natürlich auch nicht bauen, weil Anspruch soll es natürlich auch haben. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach mal, wie groß ist das Ding. Und dann zeige ich euch, wie das Design funktioniert. Und dann seht ihr, mit was ich dann da rumfimmeln werde. Okay, und das Spiel schlägt auch schon vor, dass die erste Shell kleiner ist. Innerhalb des Schwarms. Ja, genau. So, das heißt also, die Hülle ist genau innerhalb des Schwarms. Das ist, ja, eigentlich könnte man es so lassen. So. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir haben also zwei Möglichkeiten, wie wir das hier auslegen können. Wir haben einmal so einen Globus, so ein bisschen wie die Planeten, ne? Mit dem einzigen Unterschied. Hier werden die Felder nach oben hin immer schmaler. Bei uns haben wir immer so einen wanddicken Versatz drin. Das ist hier halt nicht. Oder, und das hier kommt eigentlich dem näher, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, wie wir es vielleicht machen könnten. Wir haben hier so eine Art, ja, am Ende wird es wahrscheinlich Fußball werden, wenn ich damit fertig bin. Ich sehe schon kommen. So, dann haben wir hier mehrere Werkzeuge. Wir haben zum einen, jetzt halten wir mal das Spiel an, weil sonst fangen die schon an, da rumzuzicken. Wir haben hier so, ja, wie nenne ich das mal? So, das sind die Nodes, genau. Die Raumschiffe, die wir haben, werden erst diese Nodes bauen und dann Verbindungslinien zwischen den Nodes. Und dann, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. So eine Strategie, das zu bauen, könnte für mich wie folgt aussehen. Wir machen einfach mal, also wir wollen dann hier oben hin, dann müssten wir jetzt abzählen. Ich will es auch sehr genau machen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 zum Beispiel. Dann hier rüber, hier runter. So. Das wären jetzt 4 Nodes. Die Nodes können wir verbinden. Wir können es auch direkt zeichnen hier mit, ne? So, so und so. Und wenn wir da zufrieden sind, dann können wir auch sagen, und genau hier möchte ich, hier soll ein Sonnensegel reingeparkt werden. Dann seht ihr hier ganz viele kleine Fasern und dann werden die Nodes hier, die werden von so einem Roboterschiff hingebaut. Ist das Node fertig, wird die Verbindung zum nächsten Node gebaut und so weiter. Und dann werden auf magische Weise unsere Schirmchen in die Nodes reingezogen und zum Bau des kompletten Segels hier verwendet. Dadurch sind sie weniger effizient, aber sie gehen nicht mehr kaputt. Das heißt, alle Schirmchen, die wir im Moment haben, sind ja 33.000 bei 1,80 Gigawatt. Die werden bleiben, aber nie wieder weggehen. Und wir haben dann sozusagen eine dauerhaft konstante Leistung, wenn du so willst. Ja? So wird das funktionieren. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt mit euch hier, also das hier wollte ich übrigens nochmal testen. Das hier ist das gleiche in Planetenkrümmung sozusagen. Also wenn wir das nehmen, dann baut er das irgendwie gekrümmt, aber das macht er hier auch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was hier wirklich der Unterschied ist mit diesem Graticule oder Geodesic. Da müsste ich mal nachschauen, was da wirklich Phase ist. Weil das hier ist jetzt nicht wirklich ein Unterschied zu dem hier. Weil der fängt dann an, hier so einen Bogen zu spannen. Der aber nicht der Biegung der Sphäre entspricht. Seht ihr das? Also, keine Ahnung. Irgendwie, das werde ich mal nachlesen. Ja, und mein Plan ist folgender.
Eine Dyson-Sphäre wird wahrscheinlich wie folgt aussehen, dass man sagt, man hat irgendwie ein System, sag ich mal. Ich male es jetzt mal eben ganz schnell hier hin, dass man so grob das sieht. Dass man hier so ganz viele Streifen erstmal hat, wo Panel drauf sind. Die aber eine relativ geringe Fläche haben, weil eine Dyson-Sphäre hat auch das Problem, es ist natürlich ein Asteroidenmagnet, ne? Also da, wenn ich Asteroid wäre und bin auf dem Weg zur Sonne, sammle ich mir natürlich die Dyson-Sphäre kaputt. Und deswegen ist wahrscheinlich das Ziel, und es ist vielleicht geschickt, das hier im Spiel so ein bisschen nachzubilden, was einfach schön aussieht, dass man so eine Sphäre macht, die nicht eine Sphäre ist, sondern so ein bisschen aussieht wie, wie heißt denn nochmal dieser Film mit der einen Schauspielerin, die dann ein Raumschiff betritt, was auf Alien-Technologie besteht, und dann bauen sie da noch einen Sitz rein und haben einfach den Bauplan nicht befolgt, und genau der Sitz ist dann blöd und so. Ihr kennt das. Interstellar? Nee. Und die haben das auch als Energiequelle. Und da sind das halt so, nicht als Energiequelle, so, da wird das Schiff mit, oder war das Energiequelle? Ich weiß gar nicht. Und da sind das halt so, ja, so Ringe, die sich ineinander verdrehen können. Natürlich müssten wir vielleicht da mehrere Dyson-Sphären machen, also eine zweite Layer, und der nächste Ring sozusagen geht dann über dem anderen drüber oder drunter her, damit es realistisch aussieht. Aber ich würde es erstmal vielleicht ein grundsätzliches Konstrukt machen mit einem oder zwei Ringen oder so. Mal schauen, ne? Also, dass das hier so ein Ring wird. Das Problem ist immer, hier um die Ecken zu bauen. Oder wie baue ich jetzt den nächsten Ring hier dran? Wenn ich den so da dran baue, dann stimmt das hier irgendwie wieder nicht überein, ne? Das sieht man dann hier, ist das schief und so. Also das ist eine relative Fummelarbeit. Und dann füllen wir das aus. Und dann werden da die Solarsegel reingesetzt und wir haben unsere erste Dyson-Sphäre. So die Theorie. Ja. Und ich denke, versteht, warum ich das jetzt selber ein bisschen basteln muss, weil wenn ihr mir damit jetzt zuschaut, die ganze Zeit, dann ist das ist doof. Ja. Guck mal, hiermit wird es zum Beispiel auch nicht gehen, ne? Das täuscht unheimlich. Klar, der hat jetzt auch irgendwie hier so Punkte genommen, aber wenn wir jetzt hier das zum Beispiel so machen würden, und einfach das nehmen, was der Planet uns gibt, oder dieses, dann werden die Ringe nach außen immer breiter, das will ich auch nicht. Ich will, dass die schön gleichmäßig bleiben. Das müssen wir wahrscheinlich hier mitmachen. Und dann gehen die aber nicht hier runter. Also wie mache ich zum Beispiel jetzt den Übergang von hier über dieses Ding drüber hinweg? Das ist jetzt so ein bisschen, wo ich basteln möchte. Und das Ergebnis und vielleicht den Baubeginn unserer Dyson-Sphäre, den seht ihr in der nächsten Folge. Und Do You Not Fear, das ist noch lange nicht das Ende dieses Projektes. Und es gibt eine Staffel 2. Also, keine Sorge, hier geht's weiter. Euch danke ich jedenfalls fürs Zuschauen. Und dann hören wir dem Orkel auch zu. Once nodes and frames are done construction, the Dyson Shell will put solar sails to use automatically. Each solar sail provide one cell point. And you can click the shell to view the total number of cell points required.